Mensch, war das ein Osterfest. Ich habe immer noch 1 bis 2 Kilogramm mehr auf der Hüfte. Aber damit die Handwerker unter uns so richtig Kalorien verlieren und auch verbrennen, haben wir etwas ganz Tolles uns ausgelegt, zusammen mit der Firma Südwest. Hier ist Matthias Gazimski und es gibt was Tolles zu gewinnen. Hallo, guten Morgen. Hallo. Wie geht's denn heute Morgen? Ja, gut. Endlich können wir wieder starten. Genau, Ostern ist vorbei. Es gibt eine tolle Makita-Bohrmaschine, aber es ist eigentlich keine Bohrmaschine, es ist ein Set aus einer Bohrmaschine und einem Schrauber, richtig? Genau, richtig. Ein praktisches Set im Alukoffer mit einem kleinen Bitsatz und Schraubern unten in einem Schubladenelement. Genau. Ja. Im Wert von knapp 200 Euro. Wenn Sie es mal auspacken, dann zeigen wir es mal ganz genau, denn wir suchen heute Jobs und damit das Ganze so richtig in Fahrt kommt, haben wir einen tollen Gewinn natürlich ausgelobt, der etwas zu tun hat mit dem Thema, um was es eigentlich geht. Ja. Sie haben, als Sie es bestellt haben, für als Gewinn direkt mal überlegt, das könnte ich mir eigentlich auch selber kaufen, denn es ist total praktisch, ja. Wenn Sie es mal gerade öffnen. Es sind nämlich gleich 2 Bohrmaschinen quasi dabei, oder? Genau, 2 Bohrmaschinen, eine mit Spannfutter und eine mit Bithalter. Und das hat den Vorteil, ich kann bohren und schrauben gleichzeitig. Ich muss sie jedes Mal wechseln, oder? Genau, richtig. Und noch eine kleine Taschenlampe. Super. Die gibt es zu gewinnen. Das Ganze, was Sie tun müssen, ist, tolle Jobs gibt es bei Südwest in Saarbrücken. Und Südwest hat wie viele Mitarbeiter im Moment? Wir haben ca. 30 Mann. 30 Mann. Und Sie suchen 2 Positionen im Moment. Das ist männlich, weiblich, was? Genau, also ganz wichtig, Projektleiter suchen wir. Sollte ein bisschen Erfahrung haben im Sanierungsbereich und den Rest bringen wir ihm selbst bei. Okay. Und wir brauchen halt noch im Fliesenhandwerk, genauso wie im Malerhandwerk, noch Allrounder, die uns da tatkräftig unterstützen können. Wenn Sie mal den ersten Job mal etwas näher beschreiben, was soll der ungefähr machen können? Der soll planen, der soll praktisch Leute steuern, oder? Genau, richtig. Also das ist die Koordination der Monteure, der eigenen Monteure und halt auch die Absprache mit den Eigentümern, die halt dann einen Schaden haben, um den zu beheben, Terminplanung, pipapo. Sie haben sich spezialisiert auf die Beseitigung hauptsächlich von Wasserschäden. Die kommen natürlich ungeplant, das kann man so sagen, oder? Genau, richtig. Absolut ungeplant und dann müssen wir halt schnell reagieren. Genau, Sie suchen Allrounder, bedeutet, der muss nicht nur Fliesen legen können, der sollte also im Prinzip ein Handwerker sein, der im Bereich Innensanierung, Ausbau einiges kann, oder? Was wäre denn eine gute Voraussetzung als Ausbildungsberuf für diesen Allrounder? Ja, Maler sind immer gut, Trockenausbauer oder auch Fliesenleger. Super. Und der Leiter, was sollte der ungefähr mal gemacht haben? Das Gleiche praktisch? Ja, also er sollte schon Berufserfahrung haben oder einen Meistertitel und halt im Bestfall halt auch im Malerhandwerk gearbeitet haben. Genau. Okay. Wenn Sie mal 1, 2 Takte sagen über Südwest, wie lange es die Firma schon gibt, Sie haben ja eben erfahren, rund 30 Leute arbeiten hier insgesamt, ja. Was ist so die Idee gewesen, als Sie die Firma gründeten, praktisch alles aus einer Hand? Die Leute haben schon Stress, oder wenn die einen Wasserschaden haben, dann müssen die nicht noch 6, 8 Gewerke zusammenrufen, oder? Nee, genau, richtig. Also wir haben alle Gewerke unter einem Dach und können dem Kunden somit wunderbar helfen von Anfang bis Ende des Wasserschadens. Gut, die Bewerbung ist jetzt relativ easy. Tolle Jobs gibt es bei Südwest in Saarbrücken. Das schreiben Sie bitte, wenn Sie diese tolle Bohrmaschine gewinnen wollen. Damit trägt sich das Ganze natürlich auch im Internet weiter. Und Sie als Saarland Fernsehen 1 Zuschauer, gehen Sie bitte ins Internet rein, in Facebook und suchen Sie das Video auf @saar, ed-saar. Dort finden Sie dieses tolle Gewinnspiel. So, wie bewirbt man sich? Relativ einfach. Auf der Verpackung steht eine Handynummer. Sie die mal kurz abziehen. Wir haben das natürlich unglaublich toll vorbereitet. Da ist sie. Und wir haben uns überlegt, Sie können sich natürlich auch ganz normal bewerben, aber das Einfachste wäre, Sie schicken uns eine WhatsApp an die 0163 805 1505 oder eine ganz normale Kurznachricht oder Sie rufen an. Richtig? Korrekt. Genau, das wäre der einfachste Weg. Bei der Handynummer kommen Sie direkt bei mir raus und dann können wir uns kurz unterhalten. Genau, das war natürlich auch deswegen so wichtig, weil wir gesagt haben, okay, wenn jetzt einer das sieht, ist bereits im Job drin und will sich aber nicht groß schriftlich bewerben, weil man weiß ja nie, wo die Bewerbung so landet, denkt er vielleicht, meine Diskretion ist das A und O, aber hier ist es definitiv so, diese Rufnummer landet nur bei Ihnen, oder? Genau, richtig, landet nur bei mir. So, 0163 805 1505, nochmal kurz zusammenfassend, Sie suchen jemanden, der das Ganze leitet, ein Projektleiter oder Leiterin? Genau, richtig. Und Sie suchen einen Fachhandwerker, der Allrounder bedeutet, der
vieles auf einmal kann, also der praktisch Fliesen legen kann, der tapezieren kann, der vielleicht auch mal einen Boden verlegen kann, der... Das wäre der Optimalfall, muss aber nicht so sein. Okay. Muss aber nicht so sein, es langt, wenn er zum Beispiel Maler ist und so weiter. Sollte Erfahrungen in seinem Beruf haben und einfach ein bisschen über den Tellerrand rausschauen können. Die Bezahlung ist gut bei Ihnen, darüber hat man schon mal gesprochen. Also da hat sich bisher noch keiner beschwert. Ja, das ist definitiv was, aber auch noch toll ist, das Ganze findet nur im Saarland statt, hauptsächlich. Genau, richtig. Also keine weiten Fahrten. Saarlandweit sind wir tätig und ja, das reicht momentan noch. Gut, die Kontaktinformationen, die stehen auch nochmal in Facebook drin. 0163 805 1505 und hier ist sie, die tolle Makita, eine LCT 303X, gleich zwei Bohrmaschinen sind mit drin von Makita, das Ganze gibt es ja zu gewinnen. Tolle Jobs gibt es bei Südwest in Saarbrücken. Herr Gatzimski, Sie sind selbst auch Meister? Ja, richtig. Ich bin Schreinermeister und Betriebswirt und am zweiten Meistertitel bin ich jetzt noch dran. Okay, klasse. Vielen, vielen Dank fürs nette Interview.